Jetzt haben wir hier auf der Messe, auf der Formnext noch den Maximilian von Drop Effects und Partner von Fotos. Genau. Und ihr zeigt hier noch nicht so ganz die neuen Hotends, aber doch schon ein bisschen was, was ihr so macht. Genau, genau. Magst du uns da ein bisschen was dazu sagen, erzählen? Ja, gerne. Also wir kommen ja eigentlich, also Drop Effect ist ja in Karlsruhe in Deutschland und wir machen Forschung und Entwicklung hauptsächlich zu hochflexiblen Materialien und Filamenten und haben deswegen auch unser allererstes Produkt vor Jahren, das ist dann halt angefangen 2019, mit dem Omnia-Job, da sind wir jetzt schon auf Version 3, der im Prinzip ein Planetengetriebe hat und auch ein Dual-Drive-Gear-System, um flexible Materialien sehr kurz, auf sehr kurzen Weg zu extrudieren. Das ist halt das Kern des Themas bei so welchen Extrudern für flexible Materialien. Du brauchst einen Filamentweg, der sehr eng ist, wo das Filament halt nicht weg kann oder wegrutschen kann. Ja. Und das erreicht halt dieser Extruder. Und du willst halt natürlich so einen kurzen Weg wie möglich haben, ja, damit das Filament nicht zu arg kompressiert wird und du halt eine gute Reaktionszeit hast, wenn du Retraction machst. Also das war unser erstes hauptsächliches Produkt. Okay. Dann haben wir eine Idee gehabt, wie wir ein neues Hotend entwickeln können. Das war das XG Hotend. Da war eigentlich hauptsächlich die Idee, dass das Hotend halt stabil ist und dass man einhändig die Düsen wechseln kann. Okay. Genau. Und nutzen dabei halt eine sogenannte Kinematic Coupling. Ja? Und die führt dazu, dass halt das ganze System super stabil ist. Das heißt, du kannst halt das Ding quasi nicht... Kannst du nicht kaputt machen? Das kannst du nicht kaputt machen. Das ist super schwer. Also wenn das dir mal ins Druckbett reincrasht, dann bete lieber, dass das Druckbett überlebt als das Hotend. Ja? Genau, und da hatten wir aber die Idee, weil das halt ein komplett neues Hotend war, neue Ideen, die wir da reinspielen lassen wollten, haben wir halt ein M4-Gewinde genutzt für die Düsen. Das haben die Leute nicht ganz so lustig gefunden, weil sie gesagt haben, ja, da finde ich jetzt nichts anderes, da muss ich nur auf eure Düsen. Das war nicht das Ziel, das war einfach nur sozusagen das Ziel, zu sagen, wenn du gehärtete Stahldüsen hast, dann hast du eine dünne Wand, wo die Temperatur durchkommen kann. Wäre besser gewesen. Ja, war halt, wir wollten halt alles mal ein bisschen neu machen und sehen, wie die Leute es finden. Und sie fanden halt, das M4-Gewinde fanden sie nicht so gut. Und sie wollten halt auch mehr Flow haben, weil es in Anführungsstrichen ein Standard-Flow, wie so ein Dragon-Standard-Flow-Hotend Flow-Rates haben. Und die Leute wollen ein bisschen mehr Durchfluss haben dazu. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt verändern wir das und hören auf die Community, was die gerne haben wollen. Und haben dann das sogenannte Next-G rausgebracht. Ja. Das hat jetzt die V6-Düsen. Also man kann jetzt seine CHG-Nose benutzen, man kann andere Düsen vom Markt gerne kaufen und so weiter. Und es hat halt einen längeren Filament. Es sieht zwar kleiner aus, sieht zwar sehr viel kleiner aus, aber der Heizweg wurde eigentlich verlängert. Sieht zwar identisch aus, aber der Heizweg ist um ungefähr 50% vergrößert worden. Und man kann dann auch jetzt so eine Art Ultra-High-Flow-Variante noch dazu haben. Da wird es dann halt schon sehr lang. Ja. Da hat man dann halt richtig Durchfluss. Aber es ist jetzt nicht mehr als zum Beispiel ein Rapido 2 von Fates halt. Ne? Mhm. Also die Flow-Rates sind da ungefähr die gleichen. Hier ging es einfach nur darum, einen neuen Ansatz zu haben. Und bei diesen Hot-Ends haben wir eigentlich zwei Rahmen. Also der Kern ist identisch bei jetzt allen. Bloß was sich ändert, ist halt hier der Rahmen. Ja. Also der quadratische Rahmen und dann dieser runde Rahmen, den wir halt auch schon von so den V6-Hotends kennen und vom Dragon-Hotend. Ne? Und ihr seid aber dann trotzdem, das kann man ja meistens oben abnehmen oder kann man bei allen oben abnehmen, dann ist man sehr flexibel in verschiedenen Halterungen und ist sehr kompatibel und kann es in sehr viele Geräte auch verbauen. Genau, genau. Also hier ist die Halterung genau identisch wie jetzt bei den Fates-Produkten, wie beim Dragon. Also das ist rein theoretisch auch 1:1 austauschbar. Ja. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwelche Cut-Dateien habt vom Dragon Hotend, dann kann man das halt damit austauschen, 1:1. Ja, das war halt dann so ein bisschen die Idee, dass man ein bisschen mehr Auswahl bekommt in den Optionen, die man eigentlich hat. Okay. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, was da die nächste Zeit noch so aus eurer Schmiede kommt, an neuen Hotends. Ein bisschen hast du was verraten, was jetzt hier noch nicht gesagt wird, aber demnächst gibt es noch weitere neue Hotends und da freuen wir uns drauf. Vielen Dank danke für dir. Das kurze Interview. Gerne. Und schaut mal bei Fotos vorbei und bei Drop Effects. Bitte. Die Jungs freuen sich ja. Und sehr interessante Hotends. Vielen Dank. Ciao. Danke dir, ne? Und schöne Show.